Hallo, hier ist euer Cosplay Pictures. Ich bin jetzt mit einem anderen Ich. Achtung, da ist er. Preußen, in Sachsen. Wir werden Sachsen übernehmen, sowas von. Wir sind gerade angekommen und werden erstmal ein bisschen rumgehen. Ausschau halten, was wir noch so erobern können. Und ja, hier von mir vielleicht gewohnt seid, Videos, Fotos werden gemacht. Und ja, vielleicht kannst du ja deine Seite schon mal ansagen, wie du heißt auf Facebook. Nein, ja, also ihr müsst nach Nein und Ja suchen, ne? Viel Spaß. Nee, komm. Ich habe keine Facebook-Seite, aber ich habe... Ach so, stimmt ja. Ja. Da war was. Ich habe Animex, da heiße ich Königsberg und auf Instagram Königmi zusammengeschrieben. Ich werde es in die Beschreibung rein verlinken. Ja, ist am besten so. Okay, wir gehen jetzt rum und tschüss. Rundgang. So, wenn es dann nicht funktioniert, dann machst du halt zum Schluss nochmal einen Hallo. Richtig. So kurz nach dem, wir haben jetzt das Schluss aufgenommen, jetzt sagen wir Hallo. Hi. Ja, ich bin noch nicht angezogen. Oh, na dann erst recht. Hallo, hier ist euer Cosplay Pictures und bin auch nicht allein. Hinter mir ist einmal Norwegen und Dänemark. Mein anderes Preußen ist woanders, hat irgendwie Sachen verloren. Was soll's? Hoho, ihr wird schon geküsst. Reißt euch zusammen, nehmt euch ein Zimmer. Okay. So schnell bin ich die Lust, ne? Also ich muss nur sagen, reißt euch zusammen. Ja, ich werde heute... Ah, da ist mein Preußen, siehst du? Wenn man von Englischen spricht und so. Ja, Fotos werden gemacht, Videos werden gemacht, Clips und so weiter. Da. Hi. Jetzt wisst ihr das auch, warum sie jetzt wieder da ist. Ja, ihr könnt ja zum Beispiel sagen, wie ihr auf Facebook heißt und auf YouTube. Ja, das ist Facebook. Auf YouTube heißen wir StarCos, da könnt ihr unsere CMV angucken. Ich werde es euch in der Beschreibung rein verlinken. Und ist auch besser so. Ja, ne? Also. Was seid ihr morgen? Samstag und Sonntag? Morgen machen wir Booker-Leute. Booker-Leute? Stehen wir auf der Bühne um 14.30 Uhr. Das letzte Mal. Das letzte Mal? Mit ach so. Okay, und Sonntag? Am Sonntag machen wir das. Okay, ich gucke mich mal. Machen wir das mal. Okay. Gleich, ja. Oh. Okay, also. Samstag muss ich dann die beiden also auch aufnehmen, damit ihr wisst, wie sie waren. Und ja, dann sage ich jetzt erstmal schönen guten Abend. Oder Tag. Kommt auch, wenn man hier das Video guckt. Und ja, damit sage ich tschüss, Kosten. Baby girl, I gotta know how you dance like that. Oh, wie süß. Preußen knuddelt eine Katze. Eine dicke Katze. Und denk, guckt auf den Arsch, ne? Das war ja so klar. Ja, das ist dicke Katze. Mhm. Hier steht so auf. Das ist doch. Ja. Mit Lippenstift drauf. Mit Lippenstift. Ja, man muss das ja kaufen, ne? Ja, ein bisschen geprägt. Ja, lass den Döde weg. Hier schon wieder. Hi. Hörst du auf? Hörst du auf? Ja, du bist schon so ein Einhorn. Immer wieder gerne. Wen haben wir denn da? So, Täschchen. Hast zum Glück nicht Blubber eingesetzt, wie ich sehe. Nee, habe ich schon verlernt. Hast du schon verlernt. Kann ich nicht mehr. Oh.
Und morgen machst du ja Caprador, ne? Ja. Und danach war es Nachtharrer. Genau, morgen darf ich rumplanschen. Ja. Sie darf rumplatschen? Ja. Morgen darf ich rumplatschen, das kommt doch nichts mehr raus. Musst du heute rumplanschen? Na, nicht? Was mache ich dann morgen? Dann kann ich mir nicht nur auf Kappa durchschieben. Was denn? Ich mach nur Flaschen. Was wollt ihr denn? Ich lasse die Messer zu Hause, denn ich lasse morgen hier Kappa-Lorra. Naja, morgen ist hier Sanji da. Morgen ist wieder Sanji, ne? Ja. Ach, du machst Sanji. Ach so. Ja. Und zwar mit der Startnummer 9, und da haben wir es wieder, die Klassiker. Kräftiger Applaus für One Piece, für Ruffy, Nico Robin und Sanji. Für euch vorbereiten, was ihr ganz einfach zu Hause nachkochen könnt. Und falls jetzt noch Typen zuschauen, schaltet ab. So, heute machen wir ein deftiges Steak
Dazu machen wir einen Salat aus Kartoffelscheiben und ein Dressing rundet das Ganze ab, der aus Blumenkohl ist. Hast du nicht irgendwas vergessen? Ah, verdammt! Ach. Ist dir die Bedeutung des Wortes Geduld eigentlich ein Begriff? Die einzigen Worte, die mir wirklich ein Begriff sind, sind Essen, so wie du willst und das Buffet ist eröffnet! Oh. Na toll, Waffi! Also jetzt brauche ich erstmal eine Zigarette. Hey, Sanji! Was ist denn noch? Der Typ hinten sagt, du bist immer noch auf Sendung. Du Gummiknallkopf, hast mir eine ganze Sendung versaut! Ja, das ist ja, 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 ja,